Willkommen zu unseren News am Mittwoch, dem 11.01.2023, zu einer neuen Folge. Wir haben wieder sehr interessante Neuigkeiten für euch, darunter besondere Cookies, die ersten Kritiken zu The Last of Us Serie und vieles mehr. Deshalb bleibt dran, denn das sind die News der letzten Tage. Was mögen Gamer genauso gut wie Videospiele? Genau, Getränke und Snacks. Und da ist es doch sehr willkommen, wenn ein Hardwarehersteller und Spielepublisher wie zum Beispiel Xbox sich mit einem Cookiehersteller wie Oreo zusammentut, um eine spezielle Edition auf den Markt zu bringen. Die Sonderedition wird ab Januar in 22 europäischen Ländern erhältlich sein. Neben den Keksen mit Xbox-Logo sowie den ikonischen Controller-Symbolen wird es auch ein passendes Gewinnspiel geben, wo wir exklusive Inhalte freischalten können, Rüstungspakete, Fahrzeugskins, Game Pass-Mitgliedschaften, Hardware und auch ein Urlaubserlebnis. Weitere Infos gibt es auf einer besonderen Webseite. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Einige der Schlüsseltalente hinter Xbox Forza Horizon haben das Entwicklerstudio Playground Games verlassen, um ein neues Studio namens Maverick Games zu gründen. Das neue Studio wird vom ehemaligen Forza Horizon Creative Director Mike Brown geleitet, der als Creative Director und Studioleiter fungiert. Neben Mike Brown sind da unter anderem noch Tom Butcher, ehemals Lead Producer bei Playground, und Matt Graven, dem frühen Technical Director. Hinzu kommen noch Gareth Harwood, Fraser Strachan und Ben Penrose, die ebenfalls zuvor bei Playground Games tätig waren. Ziel des neuen Studios ist es, neue AAA-Spiele zu entwickeln, wovon sich eines bereits für PC und Konsole in Arbeit befindet. Viele Infos gibt es noch nicht dazu, aber es soll sich um ein Premium-Open-World-Game handeln. In 2 Wochen, genauer gesagt am 24. Januar, soll das Open-World-Rollenspiel Forspoken erscheinen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass das Marketingteam von Square Enix noch einmal kräftig die Werbetrommel rührt, mit einem frisch hochgeladenen Cinematic-Trailer, der nochmal kurz die Geschichte um die Protagonistin Frey Holland anschneidet. Den Link zum Trailer findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Auch in wenigen Tagen wird die mit Spannung erwartete Serie zu The Last of Us erscheinen und ausgewählte Publikationen haben schon jetzt die Möglichkeit erhalten, die ersten Folgen der neuen Serie zu sehen, die weitgehend positiv davonkommt. Verity nennt die Serie eine vielversprechende, bewegende Zombie-Saga. Digital Spy nennt sie den ersten Anwärter auf die beste Serie des Jahres. In einer 5-Sterne-Kritik bezeichnet Empire die Serie als die mit Abstand beste Adaption eines Videospiels, die jemals gemacht wurde, und erklärt sie als ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine Adaption funktionieren kann. Aber es gibt nicht nur positive Kritiken. Entertainment Weekly zum Beispiel bewertet die Serie mit einem B- und behauptet, sie könne sich nicht entscheiden, ob es sich um eine Adaption oder eine Neuauflage handelt, da es Szenen gibt, die nicht dem Kanon des Spiels entsprechen. Ja, da sind wir mal echt gespannt. Ab dem 16. Januar dürfen wir die Folge der Serie selbst auf Sky Wow begutachten. Naughty Dog möchte in Zukunft seine nächsten Spiele näher an den Release-Terminen enthüllen. Das Studio sah sich in der Vergangenheit mit Vorwürfen einer Crunch-Culture konfrontiert. In einem Interview mit Comic Book sagte Co-Präsident Neil Druckmann, dass die zu frühe Ankündigung früherer Spiele zu Problemen im Work-Life-Balance geführt habe. Darunter Uncharted 4, das im Mai 2016 erschien, oder The Last of Us Part 2, das im Juni 2020 erschien, nachdem es 2-mal verschoben wurde. Trotz dieser Worte sollen sich jedoch mehrere Titel in der Entwicklung befinden. Dies sei jedoch nur möglich durch den kommerziellen Erfolg von The Last of Us Part 2. Aktuell soll Naughty Dog an einem eigenständigen Last of Us Multiplayer-Projekt arbeiten, als auch an einem weiteren Spiel. Zudem bestätigte Druckmann, dass eine Storyline für einen möglichen dritten Teil geschrieben sei.
Seit Ende August 2022 können wir in die Rolle eines Teamchefs in F1 Manager 2022 die Kontrolle über eines der 10 lizenzierten F1-Teams treten. 2 Monate nach dem Release kündigte Entwickler Fronti überraschend das Supportende an, was auch für Ärger unter den Spielern sorgte. Im aktuellen Finanzbericht für das Jahr 2022 wird es auch etwas ersichtlich, warum Fronti diesen Schritt gegangen ist. Wie das Unternehmen bekannt gibt, sind die Verkaufszahlen mit nur etwa über 600.000 Exemplaren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In diesem Jahr wolle aber der Entwickler Fronti einen neuen Anlauf wagen. Ja, das war's mit dieser News-Folge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Reinschauen bzw. Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen, wie auch über eure Kommentare auf YouTube. Und damit ihr keines unserer News-Folgen verpasst, einfach ein Abo bzw. ein Follow dalassen und auf YouTube natürlich das Glöckchen nicht vergessen zu aktivieren. Die nächste News-Folge gibt es am kommenden Samstag. Bis dahin, bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.